Willkommen zurück, Leute, zu LEGO Dimension. Wir kämpfen nun gegen Two-Face, der im DC-Universum rumgammelt und mit Sauron zusammenarbeitet, so wie es aussieht. So, die Frage ist, wie können wir denn Two-Face besiegen? Noch wissen wir es nicht, ne? Noch kein Anhaltspunkt. Ist halt die Frage, sollte... Okay. Das ist erstmal grundsätzlich nicht so gut. Sehen wir irgendwas, was wir zum Bauen verwenden können? Irgendwas, was leuchtet? Das wäre ja vielleicht gar nicht so dumm. Sonst müssen wir vielleicht erstmal die kleinen Gegner... Ah, da. Wir sehen noch was. Ich sehe doch was. Wenn ich jetzt nicht so ins Feuer gefallen wäre, dann hätte man das vielleicht so hinbekommen können. So. Moment mal. Nur Charaktere. Ach, kann ich nicht mal benutzen. Gut. Okay. Sehr schön. Ja, gut, ne? Warum auch? Sicher, dass ich das hier nicht benutze? Ich kann das wirklich nicht benutzen? Ich will mir das nicht vorstellen, so. Nee, wirklich. Also, es geht nicht. Okay, krass. Dann sind wir eventuell ein ganz bisschen ahnungslos. Aber auch nur vielleicht. Naja. Die meiste... Warte mal. Da ist sowas. Da ist sowas für Batman. Bei näherer Betrachtung könnte das etwas für Batman sein. Problem ist nur, die Gegnerwellen hören nicht auf. Also mit die Gegnerwellen hören nicht auf, meine ich halt, die hören wirklich gerade nicht auf. Oh, da hat er uns was... Bringt aber auch nichts. Ich dachte schon, da hat er uns was hingeworfen. GG, Batman. GG. Du musst auch da raus. Okay, ist doch nichts für Batman. Aber das wird wohl irgendeine Bewandtnis haben, ne? Das ist für Batman. Okay. Batman. Wow, so tue er es bitte einfach. Hallo? Was soll das bringen? Vielleicht kann das Two-Face Einhalt gebieten. Ah, wieder die... Ah, das Groß- und Klein-Ding. Oder Farbding. Geht es im Endeffekt darum, dass wir uns wieder farblich verwandeln müssen? Die Frage ist nur, können wir das schon direkt? Mal gucken, wenn ich Batman jetzt... Ah, okay. Ah, die Elemente. Die Elemente. So, das scheint... Ah, okay, ist nicht ganz egal. Wir können zumindest mal hier so ein bisschen... bisschen Damage machen. Jetzt kann er, glaube ich, keine Feuerattacken mehr raushauen. Wir kommen an ihn ran. Die Frage ist halt jetzt... Ah, und da brauchen wir Elektro. I see. Ich glaube, das Werkzeug für diese Aufgabe ist in meinem anderen Anzug. Ja. Jetzt überlasten wir die Dinger. Eventuell. Wie diese habe ich das passende Werkzeug. Ja, gut. Lass dich jetzt nicht abschießen, Batman. Niemand wird dir mehr etwas antun. Mindstyle? Ah, mal dieses Umgepacke mit den Figuren, weil die Figuren immer in dem Moment schon irgendwo draufstehen. Ist halt einfach immer, wirklich, es ist immer für dich ungünstig, weil sie stehen halt auch überall. Machen wir uns nichts vor. Sie stehen überall. Oh, wir kriegen das Ding langsam kaputt. Gandalf? Also, mein Freund, nun bist du frei. Flieh. Na, das war ja am Ende des Tages relativ easy, würde ich sagen, oder? Wenn man das mal mit sonst vergleicht, war das relativ easy. Okay, White Style, das ist für dich wieder. Eins von drei, zwei von drei. 3 von 3. Sehr gut.
Vielleicht sollte ich das Batmobil auch nicht immer auf diesem Ding haben, weil das, das ist immer das Störendste so von allen Sachen. Achso, aufladen. Nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur diesen Sauron finden. Das soll ja wohl kein Problem werden. Er sagte, ihr würdet kommen zur Rettung der Schwachen. Er sagte, werde Schweig und Hold! Du bist tief gefallen, dunkler Herrscher. Du dienst einem anderen, nicht wahr? Ich diene niemandem, Gandalf Sturmkrähe. Alle dienen dir. Mein neuer Name, wenn ich genug hab von Wildstyle. Sturmkrähe. Sturmkrähe klingt schon ziemlich cool. Muss man so sagen. Auf jeden Fall. Oracle, wie krieg ich dieses Ding kaputt? Oh nein, guck mal, die Daleks. Wieder mal die Daleks. Und gegen die kann man hier irgendwie nichts machen. Gandalf, eigentlich brauchen wir dich gerade. Wo ist er? Ah, okay, ich hab ihn. Okay, es hat sogar geklappt. Mein Gott, ich dachte gerade. Das. Oh. Okay, gerade rechtzeitig gesprungen. Hier haben wir noch so ein Ding. So muss. Einfach mal machen. Keine Ahnung, das ist ja jetzt erstmal. Scheinbar egal. Was auch immer wir dadurch geschafft haben. Ich weiß nicht. Wir haben da was aufgebaut dadurch. Offenkundig. Und da auch. Aha. Aha, aha, aha. Mit dem linken Stick. Das geht immer nie. Keine Ahnung, er macht es nicht. Was soll ich denn tun? Drehe, Gandalf, drehe. Ich drehe doch. Okay, ich weiß nicht, was ich machen soll. Moment, nochmal neu. Nochmal neu. Also. Achso. Ja, okay. Meine Schuld. Habe ich es jetzt gemacht? Jetzt. Ich wollte gerade sagen, das sah gerade nicht zwingend danach aus, als hätte ich das getan, was ich tun soll. Ich glaube, wir stoppen ihn damit so ein bisschen. Scheint zumindest so. Den. Hier können wir aktuell noch nichts machen. Einen Ishtari kann man nicht austricksen. Ach, die Daleks, Mann, die haben hier gar nichts zu melden. Die Frage ist nun, wie geht es weiter? Was kann ich jetzt noch tun? Die Dinger gehen noch nicht auf. Jetzt gehen sie auf, okay. Mal auch wieder nur die Daleks raus. Okay, damit habe ich gerechnet. Frage ist jetzt, geht das bitte auch einmal auf oder muss ich das gleich einzeln machen? Es schreit danach, einzeln gemacht zu werden. Na dann. Batmobil. Wo gammelst du gerade? Da hinten wieder am Arsch der Welt. Na gut, weiß ich Bescheid. Gehen wir auf jeden Fall. Nein, vergiss es. Auf jeden Fall links rum. Wow. Das ist kaum nervig, dass die Dinger mich sofort aufhalten. Okay, wunderbar. Da ist das Teil. Direkt, weil wir ja Bescheid wissen. So. Lange hält er das nicht mehr durch.
Ich sehe euch. Na und? Jemand hat mein Bat-Signal geklaut? Das geht zu weit! Kannst nicht vorbei! Nicht das Bat-Signal. Hier war doch gerade irgendwie was für mich, oder? Das erscheint mir doch arg nach Wildstyle, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, es mutet auf jeden Fall so an. Okay, Wildstyle. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Okay, das Bat-Signal hat Saft. Kann ich es jetzt hierauf benutzen? Muss ich es darauf benutzen? Worauf muss ich das Bat-Signal benutzen? Ah, jetzt habe ich jetzt erschrocken. Okay, er geht ab. Er kann nicht mehr. Kann ja gar nichts. Der ist ja schwach. Das ist also der mächtige Sauron. Mhm. Sind wir enttäuscht, ne? Oh, shit. Eure Bemühungen sind sinnlos. Das sehen wir dann. Eigentlich müsste Superman ja zurückkommen. Theoretisch, Superman ist so stark, dass er eigentlich... Es kann halt nicht sein, dass er da irgendwo in einer anderen Dimension festhängt. Ist nicht möglich. Oder? Was meint ihr? Ist so, ne? Es ist einfach so. So. Ich bin doch auf Gandalf gegangen. Hat man doch gesehen. Ganz klar. Und aus dem alten Karren machen wir was auch immer das hier ist. Heiß. Jetzt musst du gegen Gandalf, Mann. Hast du da Sauer und sowas von. Das ist ja kein Land. Freunde. Der ist sowas von kein Land. Okay, er ist down. Ich denke einmal noch. Bedeutet, wir müssen wieder warten, bis uns irgendwas ins Gesicht geworfen wird. Und dann dürfen wir den Kerl auch schon so gut wie down haben. Und Daleks. Hat schon bessere Zeiten erlebt. Verdammte Daleks, okay. Ich fürchte, für diese Lösung bedarf es mehr als eines elbischen Spruches. Da ist auch noch was, da ist ja auch noch was, da ist ja noch was, Gandalf. Der hatte ja noch gar keinen Saft. Offenkundig hatte er das nicht. Also er ist kein Fan von Licht, ne? Das können wir mal festhalten. Waren es in der echten in der echten Herr der Ringe-Sache auch so? Dass Saruman Probleme mit Licht hat? Wie ist das möglich? Dies ist nicht dein Reich. Du hast hier keine Macht, Sauron der Blender. Komischer Herrscher, hatte nicht meine stylische Hose. Nein! Oh! Kann mir mal jemand helfen? Oh ja, aber nicht er. Da der. Los! Hier lang!
Und damit haben wir auch die DC-Episode scheinbar und die Metropolis-Episode abgeschlossen. Die war kurz. Die war aber sehr, sehr kurz, oder? Boah, wir haben 5 von 480. Das scheint wirklich, wirklich wenig zu sein. Sauron, du siehst aber ganz schön wütend aus. Es scheint, das Ungeziefer ist mir entkommen und aus irgendeinem Grund kann ich es nicht finden. Nun, Mr. Joker, was tun wir, wenn wir es nicht finden? Wir lassen Sie uns finden? Exakt. Zerstört bitte nichts in meiner Abwesenheit! Gut gemacht, Wildstyle. Ohne den geöffneten Tunnel wäre es ein tiefer Sturz gewesen. Ja, ich glaube, dieser Schlüsselstein wird noch nützlich sein. Finden wir heraus, wie man ihn richtig einsetzt. Das ist der Ordnungsstein. Jetzt könnt ihr mir helfen, meinen Schlüssel zu finden. Kleiner Schatz. Vielleicht später. Ich bin Wildstyle und ich bin keine DJ. So Leute, wie das Ganze aber weitergeht, das erfahren wir dann hoffentlich im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.